Wie die extreme Match am Schluss hat es sehr knapp nicht gelangt zum Weiterkommen hier in der Youth League. Sehr bitter für dich und für die Mannschaft. Ja, ich war jetzt bei den Jungs in der Garderobe. Die Enttäuschung ist riesig. Wenn man sich den Spielverlauf anschaut mit der 2-0-Führung, hätten wir uns klar mehr erhofft. Es gibt sicher ein Vorzuheben, mit welchen Ambitionen und mit welchem Hunger die Mannschaft heute auftreten ist. Wir sind stolz auf die Leistung unserer Spieler, unserer Jungs. Und klar, jetzt gilt es natürlich einfach auch vor allem tröstende Worte zu finden. Für eine sportliche Analyse ist es jetzt noch ein bisschen zu früh. Aber das werden wir sicher auch machen. Ja, und man muss sagen, eben, das RB Salzburg, das ist eine Top-Mannschaft im Nachwuchsbereich. Die haben die Aufliege schon gewonnen, das war schon im Finale gewesen. Also für das, eben, man ist wirklich auf Augenhöhe mit dem sehr starken Gegner gewesen heute und hat sehr, sehr knapp verloren schlussendlich. Ja, ich glaube, der Spielverlauf war schon so, dass es ein bisschen für uns gelaufen ist. Wir hatten ja das Wettkampf glücklich auf unserer Seite gehabt. Vor allem in der ersten Halbzeit. Wir gehen dann in Führung und schießen in einem guten Moment 2-0. Schade ist dann, dass es 2-1 relativ früh kommt. Und natürlich dann der Freistoß, der direkt reingeht, ist so ein bisschen der Knackpunkt gewesen. Wo natürlich das Momentum dann, auf ihrer Seite war. Wir sind nochmal zurück am Schluss, haben nochmal einen Lattenschuss und für mich auch eine Penalty, die er kann oder auch muss pfeifen für uns. Und dann gehen wir jetzt Penalty schießen, aber es geht jetzt nicht irgendwie zurückzuschauen und zu hadern, sondern unsere Jungs aufzubauen und ihnen einfach auch klar sagen, dass wir stolz sind für ihre Leistung. Ich glaube, das dürfte sein, du und dein Team. Schlussendlich eben, ist es eine sehr spezielle und wirklich sehr positive Kampagne insgesamt gewesen. Kann man, glaube ich, auch sehr viel Positives mitnehmen? Ja, wir nehmen sicher sehr viel Positives mit. Mit dem Highlight natürlich in Schweden. Alle Spiele, die mit einer enormen Intensität ausgedreht wurden, wo natürlich gegen internationale Topmannschaften auf dieser Stufe die Spieler grosse und wertvolle Erfahrungen können sammeln für die individuelle Entwicklung, die sie bei uns machen. Und ich glaube, das bringt jeder Spieler am Schluss so viel so weiter. Ja. Und heute, auch wenn es am Schluss enttäuschend ist, ich glaube auch nochmal ein spezielles Spiel, das man wie kann mitnehmen kann in den Rucksack mit der Kulisse. Es war wirklich eine Stimmung da gewesen. Es ist etwa die halbe erste Mannschaft, die zuschauen. Also es ist wirklich irgendwie ein schöner Abend gleich gewesen. Ja, das zeigt auch eben die Wertschätzung, die man den Jungs entgegengibt. Und es war sicher schön gewesen, vor dieser Kulisse zu spielen hier. Wie geht es jetzt weiter für dich und deine Mannschaft? Ja, ich glaube, jetzt werden wir zusammen essen und fahren dann auf Zürich, am Flughafen. Und morgen geht es dann ins Trainingslager auf Valencia. Und dort sicher mal schauen, dass wir die Jungs wieder auf die Beine bringen. Und dann versuchen wir, eine gute Woche zu haben. Und dann am nächsten Moment wieder zurückzufliegen und dann eine Woche darauf mit der U18 in der Meisterschaft starten. Also wir wünschen Kopf hoch, ihr könnt stolz sein auf das, was ihr erreicht habt trotzdem und das gutes Trainingslager. Merci Nidi. Merci vielmals.